Hallihallo meine Freunde und herzlich willkommen zurück zu Absturzzockt Assassin's Creed Unity. Ja, ich habe jetzt natürlich anderthalb Wochen lang nicht gezockt, die ganze Zeit nur Far Cry, habt ihr ja bestimmt schon gesehen und verfolgt. Und das heißt, ich muss hier erstmal wieder reinkommen in die ganze Schematik, in die ganze Steuerung. Natürlich jetzt keine, also eine Schusswaffe am Start. Das könnte dir bekannt vorkommen. Paris im Mittelalter, spätes 14. Jahrhundert. Du bist außerhalb der Stadtmauer. Ich schlage vor, du suchst dir einen Weg zurück. Ja, dann suche ich mir natürlich einen Weg zurück. Okay, den Friedhof verlassen. Also ihr seht hier schon, wir sind jetzt hier bei Vorhanner. Wir gehen natürlich in die Katakomben. Ich kann auch nicht rennen, glaube ich. Schleichen geht. Okay. Oha. Die Katakomben durchqueren. Ihr seht, es wird gruselig, wuselig. Und das kennen wir ja von Origins. Die Pyramide runterrutschen gab es also auch schon bei Unity. Das schräg. Rutschen von einem, ja, Vorsprung. Jetzt kann ich auch rennen, sehr geil. Na gut, dann geht's da ab zum Parkourlauf. Keine Feinde in Sicht, sehr gut. Okay, hier sind Geister. Ich weiß es noch nicht, kann ich darüber springen oder sollte ich eher klettern? Ich denke mal, ich sollte eher klettern. Das mit dem Springen versuchen wir erst gar nicht. So, hier hoch. Die lassen wir hier mal fighten. Dann gehen wir mal dran vorbei. Okay, ich bin ein bisschen angespannt, ihr seht schon. Oh Gott. Alter. In Deckung gehen. Ja, wie soll ich denn hier in Deckung gehen? Ich muss hier an der Wand lang klettern, nehme ich mal an. Nee, ich muss hier rüber. Okay, ich mache hier hoch. Das sind Ketten. Alter, ich muss zu der Deckung. Diese Simulation bricht zusammen. Finde den Ausgang. Schnell. Ja, Alter. Leck mich am Arsch. Okay. Wohin? Es kann nur nach oben gehen. Oh Mann, jetzt hier durch. Krass, da ist das Portal, da muss ich hin. Na dann, auf geht's. Du bist fast da. Ja, ich sehe schon. Okay, ihr seht's ja schon, Steinschleudern. Wie bei Vorhanner. Hier ein Krieg, da ein Krieg. Da einmal weggerotzt, da getroffen. Wir werden es schaffen natürlich, hoffe ich mal.
Ja, ich komme ja schon. Alter! Wow! Wahnsinn. Die Bastille-Erinnerung abgeschlossen. Also ihr seht hier Frankreich, Paris im 14. Jahrhundert. Eine einzige Schlacht. Aber unsere Story spielt ja hier um 1793 bzw. Jahrhundertwende 1700, 1800. Und von daher haben wir mit dieser Schlacht nichts mehr zu tun, außer eben dem Riss im Animus-Zeitgefüge. Jetzt geht's wieder zurück, vermute ich mal. Ich hoffe es. Mal noch mehr Katakomben und Steinschleudern verkrafte ich eigentlich nicht. Wir sind ja auch kurz vorm Finale des Spiels. Und Dankeschön, dass ihr bis hierher schon treu wart, bis hierher das Ganze mit mir verfolgt habt. Viele von euch kennen ja das Spiel selber, aber es ist auch schön, sich sowas mal wieder in Erinnerung zurückzurufen, um eben die Story von Assassin's Creed mal wieder aufleben zu lassen. So bringen wir das zu Ende. Du hast es fast geschafft. Und sie sagt schon, Bishop, unsere Leiterin hier durch die Vergangenheit, du hast es fast geschafft. Und da sind wir mit Elise. Viel hat sich verändert seit deiner Abreise aus Paris. Viel, was korrigiert werden muss. Und wir sind ja mal keinen Schritt näher. Ganz so ist es auch nicht. Ich habe einen Namen. Und? Robespierre. Robespierre. Okay, ich würde sagen, direkt weiter zur Hauptmission. Aber erstmal hier drüben Alarmglocke natürlich. So. Dann werfen wir natürlich mal wieder einen Blick in den Shop. Und gehen in die Charakteranpassung, in die Ausrüstung, in die Waffen. Ach, das kann ich noch nicht tragen. Das ist natürlich richtig, richtig schade hier. Mist. Okay, dann müssen wir diese Waffe natürlich behalten. Sugars Adler, Assassin's Creed Unity, Dead Kings. Den werden wir auch spielen in DLC. Okay, Pistolengewehre lassen wir mal noch weg. Wie sieht's hier aus? Kopf. 160.000, ja, wir haben 92.000. Da können wir wirklich nicht viel mit anfangen hier. Leider, leider, leider. Legendärer Militärmantel. Oder legendärer Banditenmantel. Das sind wir eigentlich auch gut ausgerüstet, ne? Können wir eigentlich lassen. Wie sieht's denn mit den Unterarmen aus hier? Können wir uns da noch ein bisschen... Ja, legendäre Musketierarmschienen, das wäre natürlich richtig geil noch. Holen wir uns alles noch. Gut, lassen wir es erstmal, wir machen weiter. Mal gucken kann man ja, ne? So, weil es so schön ist. Ratte. Ich bräuchte noch einen Shop. Ehe wir jetzt irgendwas machen. Mal noch alles auffüllen. Aber wenn Bishop schon sagt, wir haben es fast geschafft. Holen wir uns noch schnell ein paar Credo-Punkte. Aber wie gesagt, ein Shop wäre nicht schlecht. Kein Händler mehr, sonst war doch an jeder Ecke hier so ein Händler. Da haben wir einen Händler. Na klasse, 60 Meter. Geradeaus weiter hätten wir es geschafft. Na gut, was soll's. Holen wir uns natürlich den jungen Mann hier. Hallo mein Freund, wir müssen alles auffüllen. Ihr seht, es war fast alles leer. Und jetzt zurück zur Hauptmission.
Weg. Weg, wir haben Stress. Denn Assassin's Creed Rogue steht schon in den Startlöchern. Hi. Zack. Zack. Heute kommt uns mal keiner in die Quere hier. Auf geht's. Hauptmission Robespierre, das höchste Wesen. Und wir spielen es natürlich. Ja, was auch sonst? Was soll das? Robespierre. Er hat diesen Tag zum Feiertag des höchsten Wesens erklärt. Ein Tribut an die Tugend der Nation und die ihr zu erweisende Bürgerpflicht. Warum klingt das so vertraut? Wenn es um die Templerdoktrin geht, ist sie sehr frei interpretiert. Hier werden wir nie nah genug an ihn herankommen. Ziehen wir uns zurück und warten auf einen besseren Moment. Du denkst noch wie ein Assassine. Diesmal habe ich einen Plan. Oh. Und wie lautet er? Denke wie ein Templer. Denke wie ein Templer. Naja, das fällt mir natürlich schwer. Wunderbar. Und ich dachte, wir sollten jetzt rationaler sein. Was denkt er sich? Vive Robespierre! Das ist schön! Bravo! Vive la Liberté! Wenn höchstes Wesen nicht Robespierre bedeutet, fresse ich meinen Hut. Lächerlich, diese Zurschaustellung. Was soll das denn? Naja, hat's eigentlich gut gemacht, Elise. Hallo, Achievement. Okay. Robespierre ist unangreifbar. Die Hälfte seiner Garde ist hier. Wir kommen nicht näher als 10 Schritte an ihn ran. Genau, wie ich sagte. Aber er ist nicht mehr so populär. Die Säuberung, das höchste Wesen. Wenn wir ihn diskreditieren, ist er am Ende. Ein großes öffentliches Spektakel ist der beste Ort. Ganz genau. Zeigen wir ihn als gefährlichen Irren, wird seine Macht schmelzen wie der Schnee im April. Aber wir brauchen überzeugende Beweise. Ich habe eine Idee, wo wir anfangen. Kommst du? Triff mich danach. Ich habe eigene Dinge zu erledigen. Na, hoffentlich macht Elise keinen Unfug. So, wir sollen also wie ein Templer denken. Das heißt also ruhig bleiben. Immer ein bisschen untertauchen. Hoppala. Okay, das sind natürlich viele, viele Sachen. Sabotierte Alarmglocken. Alter Schwede, sind das viele. Ich denke mal, es wird Zeit für Berserker klingen. Allons, monsieur. Ne me faites pas de mal. Je n'ai nuit à personne. Okay, von hier ist natürlich richtig geil. So, und auf geht's. Jetzt dezimieren sie sich wieder gegenseitig. Ich hoffe, da steckt noch irgendjemanden mit an.
Aber das sind eine Menge. Echt Wahnsinn. Der Schöpfer der Natur hat alle sterblichen Geschöpfe durch eine gewaltige Kette von Liebe und Glück miteinander verbunden. So, nehmen wir den noch mit? Mist. Okay. Ey. Okay. Das war mies gezielt. Gut, den haben wir noch mit erwischt. Alles klar. Sollte erstmal reichen. So. So langsam. Du kannst nicht entkommen, du Bastard. Da bist du. Ich bin nirgendwo. Jetzt lass mich in Ruhe hier. Ihr solltet da drüben eigentlich kämpfen, ihr Ratten. Oh. Oh, Alter. Okay, der ist mir zu stark. Nein, 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 nein. Lauf, Arno. Lauf, Arno. Lauf, Arno. Lauf, Arno. Der war ein wenig zu stark hier. Mist. Oh. Warte mal. Jetzt ab! Lass es bleiben, Junge. So, dann nehmen wir die hier uns mal noch mit. Die Alarmglocke hat nicht viel gebracht. Denn wir hatten ja zum Glück ein paar Rauchbomben am Start. Den töten wir noch, sonst verpetzt er uns. Kurzes Adelauge schweifen lassen, zwei Mann sind noch da. Und die holen wir uns, denke ich mal so. Also war schon nicht schlecht der Plan. Hätte ein bisschen unauffälliger sein können. Aber was soll's. Hallo. Da stimmt was nicht. Kommt der gucken? Ja, der kommt gucken. Ich seh dich, du Schwein! Hey! Wie nennst du mich? Ich bin ja froh, dass als Nebenquest nicht da stand, kein Alarm auslösen, weil das hätten wir nicht geschafft. Oh, alle weg. Ah, drei. Drei lassen wir mal. So. Robespierres Zelt untersuchen, das machen wir natürlich jetzt, weil jetzt haben wir ja hier, also, ne? Kleinen Ratten. So viel zur Garde von Robespierre. Ja, wenn ihr euch fragt, warum ich hier alles plünder, ja, wir haben ein bisschen was verbraucht, ne? Mal sehen. Belastende Beweise. Belastende Beweise. Da haben wir doch ein bisschen was. Fangen wir hier an. Eine Depesche. Monsieur Robespierre, sorgt dafür, dass eure persönlichen Ambitionen den großen Plan nicht im Wege stehen. Das, was wir tun, tun wir nicht für den eigenen Ruhm, sondern um die Welt nach dem Lace-Wunsch neu zu erschaffen. Germain. Sogar mal fast perfekt übersetzt. Nicht ganz das, wonach ich suche. Sieht wie ein Tagebuch aus.
Um genau 5 Uhr morgens soll ein genereller Aufruf in Paris erschallen. Dieser Aufruf soll alle Bürger, sowie Männer als auch Frauen, auffordern, sofort ihre Häuser in den geliebten Farben der Freiheit zu schmücken. Entweder durch das Aufhängen der Fahnen oder mit Girlanden aus Blumen und anderen Pflanzen. Wohl kaum geeignet, um einen Tyrannen zu stürzen. Also 5 Hinweise haben wir hier. 2 hatten wir schon, schauen wir hier. Merlin, Tallien, Bourdon, allesamt Abgeordnete des Nationalkonvents. Listen von politischen Figuren, geschrieben von der Hand eines Mannes, der seine Rivalen gern auf die Guillotine schickt. Ja, das sollte doch funktionieren. Wollt ihr nicht über all eure Feinde triumphieren? Seid gerecht und zeigt dem höchsten Wesen die Aufgabe abgeschlossen. Bürger, wir sollten uns heute unter seine Schutzherrschaft begeben. Naja, von hier sehe ich nichts. Das Zielen ist doch geil. So, aber hier haben wir noch was. Hätte ich halt auch gerne mal gelesen, aber geht nicht mehr, schade. So, mit Elise sprechen. Jetzt können wir ja hinten frei rauslaufen. Ha, Steigarmel. So, Elise, meine Liebe. Teil 1 hätten wir. Eine Namensliste mit etwa 50 Abgeordneten des Nationalkonvents. Alle in Robespierres Handschrift und alles seine Gegner. Ich nehme an, es würde diese Herren sehr interessieren, dass sie auf der Liste stehen. Doch zuerst. Monsieur Robespierre hat private Erfrischungen. Lenkt die Wachen ab. Ich habe eine Idee. Lenkt die Wachen ab. Klar. Tja, wie soll ich denn jetzt die Wachen ablenken? Verteidigen, ach so. Gift des Atheismus. Können Sie der Welt nicht verschwanden. Berserker klingen sind leider aus. Gift des Atheismus. Können Sie der Welt nicht mehr schaden. Bewaffnet mit den Dolchen des Fanatismus und dem Gift des Atheismus können Sie der Welt nicht mehr schaden. Hallo, mein Freund. Spielt nach unseren Regeln oder sterbt. Spiel du mal nach meinen Regeln, Junge. Fürchte dich länger, ihre Laster. Das werden wir noch sehen, Junge. Also ihr hört meinen Controller. Das ist natürlich ganz schönes Gemetzel. Du hast einen Scheißdreck, Junge. Die unsere schuldigen Feinde aus der Republik. So, von hinten kommt noch einer gelaufen, ihr seht's schon. Hallo, mein Freund. Lasst uns großzügig sein zu denen, die gut sind. So, und wer bist du? Lasst uns barmherzig zu denen sein, die gut sind. Kommt ihr hier rüber? Alter! Bewegung! Lasst uns großzügig sein zu denen, die gut sind, barmherzig zu den Unglücklichen. Okay. Wirklich zu den Bösen. Ach, seine Panzer! Frag mich, wer von uns stirbt, Junge. So, jetzt habt ihr mich natürlich ein paar Rauchbomben gekostet. Und dem Gift des Atheismus können sie der Welt nicht mehr schaffen. So, Elise darf nicht entdeckt werden, ne? Das haben wir doch wunderbar gemacht. Und dem Gift des Atheismus. Wo haben wir unsere Elise? Nicht mehr schaffen. Bewaffnet mit den Dolchen des Fanatismus
und dem Gift des Atheismus können sie der Welt nicht mehr schaden. Okay, ich sehe Elise nicht. Fürchtet nicht länger ihre lasterhaften Verschwörungen. Elise, wo bist du hin? Sie können der Welt nicht mehr schaden. Bürger, fürchtet nicht länger ihre lasterhaften Verschwörungen. Sie können der Welt nicht mehr schaden. Ja, Bürger, fürchtet nicht länger ihre lasterhaften Verschwörungen. Ich weiß nicht, ob ich den töten darf hier. Nicht mehr schaden. Hallo, mein Freund. Das war also nicht das Ziel. Suche mal Elise. Schuldigen Feinde aus der Republik vertreiben will. Okay, hab ich hier alles? Lasst uns großzügig sein zu denen, die gut sind. Barmherzig zu den Unglücklichen. Und hallo, bist du hier? Nein. Sein zu denen, die gut sind. Nein. Lasst uns barmherzig. Wo ist Elise? Großzügig zu den Unglücklichen und unerbittlich zu den Böswilligen. Lasst uns großzügig sein zu denen, die gut sind, barmherzig zu den Unglücklichen und unerbittlich zu den Böswilligen. Lasst uns nicht aus dem Gebiet fliehen, okay. Auf Triumph oder Anstrengung. Ah, jetzt so. Alles, das vom Glück oder der Perversität anderer abhängt. So, mit Elise sprechen. Also erst aus dem Gebiet fliehen, dann wieder rein, dann wieder zu Elise. Ist sehr geil. So, Mäuschen, was hast du denn? Mutterkornpulver. Führt zu Halluzinationen. So wird er als Irre erscheinen. Nun müssen wir ihn nur noch gefährlich aussehen lassen. Die Namensliste. Sie muss in die richtigen Hände gelangen, anonym. Wenn unsere Verwicklung auffliegt, weiß Jamar Bescheid. Überlass das nur mir. Okay, Leute, das machen wir in der nächsten Folge. Wir werden Robespierre auffliegen lassen, wir werden ihn als krank und durchgeknallt hinstellen. Von daher freue ich mich drauf, wenn ihr auch wieder dabei seid. Morgen geht's weiter, also dran geblieben, reingehauen, liebe Grüße, euer Rob.